Ladylike, die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Also, dass du hier in einem Stück in diesem Studio stehst, mit allem dran, mit deinem Köpfchen, deinen Armen, ja, da kannst deinen du Beinchen. Froh sein. Ja, das hätte ich ja nicht gedacht. Das hätte ja sowas von schief gehen können. Und stell dir mal vor, in was für einer Situation sie dich aufgefunden hätten. Ey, du hättest es in alle Boulevardzeitungen geschafft. Ja. Mit diesem Bild. Wahrscheinlich hätten sie dich auch wirklich abfotografiert. So, ich meine, das muss man ja mal gesehen haben, wie so ein Mensch mit so einem Sextoy in der Hand und ansonsten splitterfasernackt durch die Luft fliegt. Ich sag mal, ja, du musst es auch total dramatisieren jetzt. Nee. Aber viel schlimmer ist ja wohl, dass ich hätte sterben können. Ach so, ich ja, mein, das auch. Wenigstens beim Sex, ne? Ja, eben. Ich mein, das ist ja wohl dein Wunschtod, ich glaub, oder das was? Es hätte ein ganz schöner Tod sein können, ja. Aber man kriegt schon ganz schön Angst. Für mich war es das erste Mal, dass ich das erlebt habe. Aber was ist passiert? Hier ist Ladylike mit Nicole und Yvonne. Ihr könnt uns hören überall da, wo es Podcasts gibt, ne? Spotify, Audio Now, iTunes. Neueste Folge kommt immer freitags raus. Und es ist immer bei uns eine ganz explosive Stimmung. Und ganz, was ganz wichtig ist, schreibt uns bitte auch immer an ladylike.show. Falls ihr irgendwas erlebt, falls ihr beim Sex mal in die Luft gegangen seid, was auch immer. Und guckt unten in die Shownotes, da ist ja der Link zu unserem Buch. Denn das Buch wollt ihr ja sicherlich haben mit noch mehr solchen Geschichten drin, ne? Erschienen im Blanc Valais Verlag, kostet 16 Euro. Wenn ihr auf den Link klickt, könnt ihr das überall online bestellen, aber auch beim Buchhändler eures Vertrauens in eurer Stadt. Ja. So. Also Yvonne war kurz davor, in die Luft zu fliegen. Richtig. Nackt. Gestern Abend. Unter ihrer Freundin. Das muss man sich mal oder überlegen. Oder auf ihrer Freundin? Naja, erzähl mal. Also es war so, es war gegen, naja, sag ich mal so 17 Uhr. Mhm. Da haben wir uns entschlossen, einen romantischen Spaziergang zu machen, den wir dann auch gemacht haben. Ja. Dann laufen wir immer einmal um den Lietzensee herum und freuen uns sehr. Schön. Und währenddessen haben wir uns dazu verabredet, dass wir doch mal außerhalb unseres Sexzirkels, der ja immer am Sonntagabend ist, miteinander ja. schlafen könnten. Es war ja Montag. Also mhm. sind wir besonders schnell gegangen, zurück in unser Haus, zurück in unsere Wohnung, rauf auf die Couch. Ja. Und waren mittendrin im beginnenden Liebesspiel. Oh, herrlich. Auf Montag. Ja, weißt es ist echt ich toll, kann wie es das nur empfehlen, hast. Mal Anfang der Woche miteinander zu schlafen. Es gibt Kraft und Energie für den restlichen Tag. Ja, aber du bist so ein Outlaw. Wer macht das denn am Montag? Ja, und so war's. Also wir knutschen rum, ne? Mhm. Wir ziehen uns aus. Mhm. Wir liegen vollkommen nackt auf der Couch und plötzlich, weil wir hatten die Fenster auf, höre ich Sirenen. Und dachte so, darf man Montag nicht miteinander schlafen? Ja. Kommen Sie sofort aus dem Schlafzimmer raus mit erhobenen Muschis. Ja. Und ich, was ist denn los? Haben wir irgendwas Verbotenes gemacht? Ja. Und dann gucken wir hinab auf die Straße. Müssen also unser Liebesspiel unterbrechen. Ne? Und seid nackt auf den Balkon gegangen? Wir haben so Dachfenster, Dachschrägen und da waren wir nackt und haben so durch die Blumentöpfe hindurch rausgeschaut. Ja. Und es war komplett abgeriegelt. Oh Gott. Mehrere Streifenwagen und genau unser Hauseingang, von unserem Hauseingang bis zwei Hauseingänge weiter, war alles abgeriegelt. Oh Gott. Und es war die sogenannte Todeszone. Niemand durfte rein und niemand durfte heraus. Und zu dem Zeitpunkt hieß es noch, bitte verlassen Sie nicht Ihre Wohnung. Und oh ich Gott. So, und sehe von oben, dass ganz viele Nachbarn nicht in ihre Behausung gekommen sind. Alle wurden weggeschickt. Keiner durfte mehr ins Haus. Oh nein, und ihr wart drin und ja! nackt. Und ich so, Gott, was ist denn passiert? Und du weißt, wie ich dann drauf bin. Also habe ich das Liebesspiel unterbrochen und bin erstmal runtergelaufen. Aber hast du dir was angezogen? Ja. Okay. Das wäre ja total. Herr Wachtmeister, warum sind Sie nackt? Naja, ich habe gerade ein bisschen rumgefühlt. Na, sehe ich, was hier los ist. Achso. Nein, ich habe mir natürlich meine Lieblingsjogginghose und ein schlabberiges Shirt angezogen. Mhm. Ja. Damit ich auch nicht verdächtig wirke. Natürlich. Weil ich wollte nicht, dass der Wachtmeister zu mir sagt, Moment mal. Sie waren doch gerade so noch nackt, Sie alter Ficker. Richtig. Ja, also gehe ich runter, luke aus der Ausgangstür heraus. Mhm. Kommt gleich ein Polizist auf mich zu, gehen Sie rein. Ich sage, was ist denn hier passiert? Ja. Und dann sagt er, ja, es wurde ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Oh mein Gott, hattest du deinen Vibrator aus dem Fenster geworfen? Nein, natürlich nicht. Ich so, was, wo denn? Ja, da bei der Hausnummer 79. Ich so, aha.
Und was war das für ein Gegenstand? Ja, darüber könnte er jetzt nicht sprechen. Aber das Entschärfungsteam ist schon unterwegs und schaut sich das alles an. Das kann jetzt 1 bis 2 Stunden dauern. Nein. Doch. Und durftest du dann wieder hoch in deine Wohnung? Natürlich. Er hat gesagt, gehen Sie sofort in Ihre Wohnung, weil eigentlich muss ich hier alle wegschicken. Oh Gott. Der war sehr nett. Der sah auch sehr süß aus. Wäre genau dein Typ gewesen. Klein, ne? Bisschen dicker und sehr behaart. Oh, schön. Aber süß. Wirklich auch ganz süßes Gesicht. Oh, toll. Ja, danke. Also bin ich zurück. Aber das ist ja gruselig, wenn man dann so in seiner Wohnung ist. Aber es kam dann nicht mehr zum Sex, oder? Da war die Stimmung doch gekippt. Natürlich war die Stimmung gekippt. Obwohl es ja eigentlich auch schön ist, weil es ist so ein bisschen wie Bonnie und Clyde. In so einer totalen Gefahrensituation ist zu tun. Ich weiß, aber irgendwie war es so, wir mussten dann erstmal drüber reden. Das glücklicherweise war es, wir haben so ein Netzwerk an Nachbarn und die aus dem Ring heraus riefen uns dann an. Ja, seid ihr drin? Wir sind draußen. Oh shit. Oh Gott, ja, weißt du, was passiert ist? Ja, ich habe eine Frau getroffen. Es wurde ein Rucksack gefunden mit lauter Kabeln drin. Oh. Gott sei Dank nicht deine Sextoy-Kiste. Ja, es war nicht meine. Ich habe dann auch überlegt, ja, nee, von mir war es jedenfalls nichts. Aber Entwarnung, es entpuppte sich dann als sehr harmlos. Als stinknormaler Rucksack mit irgendwas. Mit Kabeln drin, ja. Es war dann wirklich nach 1,5 Stunden geritzt. Also in der Zeit hättest du es locker nochmal tun können. Noch 2-mal oder 3-mal. Ja, aber ich war dann auch aus der Stimmung und meine Freundin auch. Und ich muss ehrlich sagen, war das vielleicht auch ein Zeichen des Schicksals? Montags besser kein Sex? Ja. Ich meine, wenn gleich die Polizei kommt, alles wird abgeriegelt. Es wird ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Nur weil man einmal montags Sex macht? Auf jeden Fall ist mal klar, ihr seid keine Gefahrensucher mehr. Früher hättet ihr das gemacht. Früher habt ihr es in eurer Bar getrieben, in Umkleidekabinen, an Seen, im Wald. Heutzutage könnt ihr es nicht mehr tun, wenn unten die Polizei steht und ihr denkt, dass ihr auf einer Bombe sitzt. Ja. Ihr seid alt geworden. Meinst du? Ja. Und ich habe da nämlich auch drüber nachgedacht. Ich meine, früher, überleg mal diese ganzen Gefahren beim Sex. Dieses halb erwischt werden. Ich meine, wir haben auf der Tanzfläche rumgemacht. Ja, das ist natürlich auch besonders schlimm. Aber allein schon die Nümmerchen auf dem Klo, die man schon mal so geschoben hat, ne? In irgendwelchen Clubs ganz früher. Das war ja auch schon schlimm. Wenn die Leute, dann konnten die Leute nämlich immer unten sehen, dass da 4 Füße absolut waren. Und man dachte ja auch immer, man wäre so wahnsinnig leise, ne? Ja. Ja. Weil meistens hatte man ja 3,8 im Turm und dann denkt man, ja, man ist super gut, aber man ist ein totaler trottliger Tollpatsch, der in diesen Klokabinen herumgepoltert hat wie ein alter Elefant. Richtig. Und dann beim Kommen voll laut geworden ist. Richtig. Und dann sofort ein Bier weiter getrunken hat, ne? Genau. Oh Gott, wie waren wir damals drauf? Wie die Tiere. Absolut. Oh mein Gott. Weißt du noch, als du in diese Baugrube gefallen bist? Ja, rücklings. Mit runtergelassenen Hosen. Die Geschichte habe ich gerade noch. Aber da habe ich ja, da hatte ich ja keinen Sex, sondern da habe ich ja versucht zu pinkeln in die Baugrube. Und habe dabei, das war in Rom. Oh, es war so eine schöne laue Nacht. Und wir hatten ganz tolle Typen kennengelernt, die uns mit ihren Motorinos so durch die Stadt gefahren haben. Weißt du, und das war eine laue römische Sommernacht. Und man sitzt hinten auf so einem Motorino bei einem süßen Italiener und rauscht durch die Stadt. Naja, irgendwie habe ich in diesem Rausch ein bisschen zu viel Bier abbekommen und wollte dann dringend pinkeln. Und in diesem Club, wo wir waren, gab es ein Klo für Frauen. Und da standen natürlich irgendwie 60 Tussis an. Und ich so, nee, das halte ich nicht aus. Dann bin ich rausgegangen und habe eine Baugrube gesehen und dachte, na super, ne? Mhm. Ich bin ein Mädchen vom Land, ich bin ein richtig guter Wildpinkler. Hab meine Hose runtergezogen bis auf die Knie, hab mich über die Baugrube gehängt und hab angefangen zu pieseln. Und frag mich nicht, wie es passiert ist, aber ich habe irgendwie das Gleichgewicht verloren und bin rückwärts und dabei noch pinkelnd. Oh Gott. In die Baugrube gefallen. Ich habe mir so wehgetan, weil es war ein richtig tiefes Loch. Und war das dann wirklich so, also du bist so rücklings gefallen und hast dann wirklich um dich herum so ein 360-Grad-Pinkelzirkel gezogen? Ja, so in der Art. Das muss ja spektakulär ausgesehen. Also auf jeden Fall habe ich in dem Schreck, ne, ich habe es ja erst gar nicht, ich habe es erst gemerkt, als ich kopfüber, also nach unten in die Grube gerast bin. Und es war so eine Schottergrube. Ich habe mir echt ganz schlimm wehgetan. Und da habe ich sogar noch ein bisschen gepieselt. Und als ich unten angekommen war, lag ich also mit nacktem Hintern und runtergelassener Hose, kopfüber in der Schottergrube und war völlig, ich war völlig verwirrt. Aber so besoffenen passiert ja nie was, ne? Ich hätte mir eigentlich einen Hals brechen müssen. Ja, total. Und oben an der Grube standen Leute, die mich angeguckt haben. So, Nicole, hey, alles klar? Brauchst du ein Taschentuch zum Abwischen? Dann habe ich erstmal versucht, mich dazu hochzurappeln, meine Hose hochzuziehen. Ich meine, alles mit runtergelassener Butz. Das geht ja gar nicht.
Und hast du manchmal so Momente? Und meine Unterhose war ganz voll mit so einem nassen, braunen Schotterzeug. Ja, ist klar, weil ich natürlich mit dieser Unterhose da runtergerutscht bin. Ist ja geil. Dann sagt, die hat sich eingeschissen. So sah es aus. Und ich meine, klar war auch, dass ich danach mit niemandem mehr nach Hause gehen kann. Gott. Mal davon abgesehen, dass ich so kleine Kieselsteinchen unter meiner Haut im Rücken hatte. Nee, ja. Das geht gar nicht. Mhm. Und würdest du es heute nochmal machen? Also ist diese Schotterbaugrube so eine Herausforderung für dich, dass du sagst, ich muss sie irgendwann nochmal bezwingen? Nein, ich pinkel nicht mehr an Abhängen. Auf gar keinen Fall. Aber ich bin dir so dankbar für diese Geschichte, weil die hat mich neulich aus meiner Geschichte heraus katapultiert. Ah. Weißt du, weil ich war jetzt letztes Wochenende, habe ich mich ein bisschen übernommen. Im Sinne von, ich habe 3 oder 4 Bier getrunken und dann wollten wir... Große oder kleine? Große. Große. Oh, das alleine ist ja schon zu viel. Ja, ja. Eben, du weißt, das kann ich ja gar nicht mehr ab, ne? Und dann waren wir kurz beim Tätowierer, weil eine Freundin hat sich tätowieren lassen. Und ich habe dachte, du warst. Nein, natürlich nicht. Dann waren wir kurz beim Tätowierer und ich habe mir einen riesengroßen Anker auf den Arsch machen lassen. Und ich habe gewartet und dann haben sie mir dort auch noch ein Bier angeboten, solange ich warte, ne? Ich so, okay, gut, dann trinke ich das noch. Und dann wollten wir alle essen gehen und dann hieß es, musst du noch mal pullern? Ich sag, nein, wir sind doch jetzt gleich da beim Restaurant. Bis dahin halte ich aus. Wir fahren mit dem Bus zum Restaurant und da werde ich dann pullern. Aber du weißt, wie es ist, ne? Wenn man sitzt und dann aufsteht. Oh, schlimm. Und dann ist es ja wie, als würde ein riesiger Bierelefant auf deiner Blase sitzen. Ja, grauenhaft. Ich gehe raus und denke mir so, Gott, na gut, jetzt habe ich gesagt, ich halte an. Ja, der Bus kommt ja gleich, ne? Stellen wir uns in die Bushaltestelle. Der sollte auch wirklich in 3 Minuten kommen. Der kam nicht viel aus. Nein. Müssen wir auf den nächsten warten. Das hätte noch 10 Minuten gedauert. Und ich konnte nicht mehr. Meine Augen waren gelb. So nötig musste ich pinkeln. Und ich so, oh Gott, was mache ich? Es war auch nichts zu sehen, wo ich hätte pullern können. Und habe dann einfach eingepullert. Auf die Straße gepinkelt. Echt? Ja. Ich habe auf die Straße gepinkelt. Meine Freundin hat voller Scham weggeguckt und gesagt, das machst du jetzt nicht wirklich, das ist super peinlich. Ja, und es war so viel, weißt du, bei mir, es hört ja dann auch nicht auf. Nee. Und es rannte und rannte aus mir heraus. Ein riesiger Schwall, den ganzen Bornstein entlang, Bornsteinkante runter, rein ins Gully. Als hätte jemand einen Hydranten aufgemacht. So sah das da aus. Oh mein Gott, ey, was sind denn die Leute drum? Waren da Häuser drumrum? Ja, da waren Häuser. Und dann ist so eine Jungsgruppe vorbeigekommen und die haben sich auch immer so umgedreht. Hey, guck mal, guck mal. Zum Glück hatte ich so einen ganz, meinen grauen, langen Mantel an. Der hat das so ein bisschen abgeschirmt. Aber schlimm ist ja, hat es eine Slip-Einlage drin? Ja, klar. Ja, das ist auch schlimm, ne? Ich meine, das ist gut, weil das ist gut fürs Abtrocknen nachher. Wenn man kein Klopapier hat, wenn man auf die Straße pullert. Aber es sieht auch immer, die Leute sehen ja dann alles. Ich finde, das ist so intim. Mit Slip-Einlage ist ein intimerer Anblick eines Slips als ohne. Ja, aber das hat man nicht gesehen. Ich war ja in so einer Ecke. Das hast du gedacht. Ja. Alle haben das gesehen. Mann, jetzt lass mich doch in meiner Fantasie das so. Und dann hat meine Freundin gesagt, das geht gar nicht. Wie kannst du sowas immer noch machen? Du bist über 40 Jahre alt. Naja, da musste ich mir das anhören. Also wenn das jetzt Nicole sehen würde. Oh, ich würde sofort sagen, oh, ich muss auch. Und dann habe ich gesagt, Nicole hat in der Baugrube gepinkelt und ist reingefallen. Aber es war immerhin Nacht. Und ich war dann weg, ne? Also niemand hat mich mehr gesehen, weil ich war ja in der Baugrube. Ja, aber ich muss auch sagen, sowas macht man eigentlich auch nicht auf die Straße pinkeln. Ich fühle mich auch richtig schlecht, aber es ging nicht anders, wirklich nicht. Ich pinkel eigentlich überall hin. Ich muss immer dann, wenn ich weiß, ich darf nicht, dann muss ich. Und ich habe mal mit der Frau meines Vaters an den Waldrand gepinkelt und da kamen wir von irgendeinem Flohmarkt und hatten noch 60 Kilometer bis nach Hause zu fahren, haben an einen Waldrand gepinkelt und es war so ein bisschen neblig und plötzlich hat hinter uns ein Hirsch gerührt. Und dann sind wir 2 mit runtergelassenen Hosen und dabei auch noch vor Panik pinkelnd über die Wiese Richtung Auto gerannt, weil wir uns so erschreckt haben. Ich meine, das war eigentlich klar, dass es kein Bär ist oder irgendwas, was dich tötet, aber es war so gruselig, dieses dass wir sofort losgerast sind und dann saßen wir schreiend im Auto und nur nackt und haben dann im Auto erst unsere Hosen hochgezogen, waren völlig geplättet. Ja. Da erlebst du was beim Pipi machen. Mein Gott, ja, also es ist schon. Wie kommen wir denn jetzt eigentlich von dem gefährlichen Sex zu dem gefährlichen Pipi machen? Naja, das gehört doch alles zusammen. Alles untenrum. Gefährliche Pinkelspiegel und so weiter. Ist dir das schon mal passiert? Pinkelspiele? Dass du eingepinkelt hast beim Sex? Nee, das geht, glaube ich, gar nicht, ne? Weil man nicht erregt sein kann und gleichzeitig, also danach muss man pinkeln, aber nicht gleichzeitig. Also es ist ganz schwer, das zu tun, weil ja, das ist ja dieses Tolle, was wir immer wieder erzählen. Die Klitoris ist ja ein riesiger, gigantischer Schwellkörper,
innen, es sind riesige Schwellmuskeln. Und wenn die anschwellen, es ist ganz schwer zu pinkeln. Kann man ja auch meistens sofort danach nicht, ne? Obwohl man muss, sitzt man noch auf dem Klo und muss noch warten, bis wirklich was kommt. Männer haben das ja auch. Männer warten ja auch ewig, bis da alles so ein bisschen abgeschwollen ist und sie schnell mal einen ganz dünnen Strahl pinkeln können. Naja, gut. Also vor der Erregung ist es da schon mal passiert, Nicole? Nee, gar nicht. Aber ich erzähle ja immer gerne die Geschichte eines Bekannten, der ganz beeindruckt war, als er auf einer Party war und am Eingang als Entree, als Geschenk an die Gäste, ein Mann in einer Wanne lag und die Aufforderung war, pinkelt ihn in der Wanne an. Das ist ekelhaft. Ich weiß nicht. Nee, das ist Berlin halt, ne? Hier erlebst du alles. Ich finde das krass. Liegt einer und lässt sich vollpullern. Ich denke, wenn das Pipi warm ist, ist es vielleicht sogar noch. Nein, das. Ja, Eigenurin ist ja auch sehr gut. Also man spricht ja auch von Eigenurintherapie, aber fremdes Urin weiß ich jetzt nicht so das richtig. Und dann eine ganze Wanne voll. Und dann wird es ja auch immer kälter, ne? Also dann ist es ja auch so ein bisschen zugig. Dann freut man sich wahrscheinlich gerade, wenn ein bisschen warmes Pipi dazukommt. Aber wenn es kalt wird, dann fängt es ja auch an zu riechen, ne? Ja, das stimmt. Ich habe keine Ahnung. Aber das liegt, wir können uns das nicht vorstellen, weil wir nicht so Pinkelfetischisten sind. Wenn du das gerne magst, dann ist das bestimmt eine traumhafte Vorstellung, dass alle an dir vorbeigehen und. Ich meine, überlege dir, wie wir im KitKat Club waren und dieser Mann unten an der Treppe, glaube ich, 2 Stunden lang onaniert hat an allen Menschen, die da vorbeigegangen sind, vorbei. Das war eben seine Obsession, das war schön. Die wir nicht nachvollziehen konnten. Das stimmt. Aber gut, jeder soll ja leben und lieben, wer mag, das sagen wir auch immer wieder. Aber bei einer Wanne voller Urin ist für mich Schluss. Sich anpinkeln unter der Dusche, da kann ich noch mitgehen, das finde ich sexy. Sich gegenseitig anpinkeln? Ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn deine Freundin dich anpinkelt? Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber dass du es sexy findest oder dass du denkst, oh nee, Schatzi, ne? Nee, ich finde es sexy. Das finde ich irgendwie... Ey, sag mal, also wenn mein Mann mir auf den Fuß pinkeln würde beim Sex unter der Dusche, ne? Dann würde ich sagen, ey, was soll das? Du kannst mir doch jetzt nicht auf den Fuß pinkeln oder ans Bein oder sonst da wohin. Es ist doch irgendwie im Eifer der Gefühle muss es irgendwie eingebunden werden, dass es funktionieren kann. Und sei nicht so abwertend. Ich öffne mich hier. Weißt du, das kann mich tief traumatisieren, dass du mich bewertest. So. Also ich sage mal so, ich würde es an deiner Stelle andersrum nicht ausprobieren, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass deine Freundin das gar nicht gut findet, wenn du sie unter der Dusche anpinkelst. Das findet sie nicht sexy und nicht gut. Und ich hatte mir überlegt, zu unserem nächsten Jahrestag sie damit zu überraschen. Einfach Schatz. So, lass mal duschen. Was machst du da? Und jetzt muss ich noch kacki. Was soll das? Zieh es bitte nicht so ins Lächerliche. Nein, nein. Also, aber wenn du jetzt mal in deine Sexhistorie zurückschaust, ne, Nicole? Ja. Was würdest du sagen, war der gefährlichste Sex, den du jemals hattest? Wo du sagst, oh, das war schon heieiei. Der gefährlichste Sex, den ich je hatte. Und es kann alles sein. Es kann sein, dass diese Stellung, die ihr da probiert habt, halsbrecherisch war. Es kann sein, dass der Ort, an dem ihr euch befunden habt, super gefährlich war. Helikopter, abgeseilt, ihr zwei, Niagara-Fälle, sowas, ja, ne? Ja, das kann es auch verstehe. Sein. Okay. Oder aber Szenario 3, sowas wie, man ist kurz davor, erwischt zu werden. Okay. Also, ich habe es mal, und ich weiß, das klingt jetzt gar nicht nach mir, weil es so gefährlich ist und ich eigentlich sowas gar nicht mag. Aha. Aber ich habe es mal vor Miami im Atlantischen Ozean getan. Und jeder weiß ja, dass es da Haie gibt, ne? Und die schwimmen ja auch so nah an einen ran. Was? Ja. Das wurde mir erst hinterher bewusst und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, was dabei hätte passieren können, ne? Natürlich. Und wahrscheinlich zieht es die auch noch mehr an, wenn die sowas schnuppern. Nee. Sowas. Blut zieht sie an. Hattest du deine Tage? Nee. Ja, dann war keine Gefahr. Trotzdem riechen sie vielleicht auch den Sex. Sie riechen einfach den Menschen und das Tierische an uns. Leier. Und die Lust. Und dann denken sie, oh, und wie lange ging das? Ja, ich glaube, wir haben es noch nicht mal bis zu Ende gemacht. Wir haben nur so ein bisschen rumgemacht. Aha. So, einmal rein, raus. Aber nicht Brandung. Ich so, Brandung, Salzwasser. Okay. Also war es ganz vorne. Ja. Ja, wie soll denn da ein Hai hinkommen? Ja, die kommen ganz nah. Killerwale zum Beispiel. Mein Gott, die schmeißen sich aufs Ufer, um ihre Beute zu holen. Also ich glaube, du weißt überhaupt nicht, wie gefährlich Sex sein kann in solchen Gegenden. Ach, das ist doch Quatsch. Nee, das ist wirklich so. Ich war kürzlich erst im Urlaub, wo ich ganz viele Delfine gesehen habe und alles mögliche. Es war wunderschön. Es waren wahrscheinlich Haie. Und du dachtest, das sind Delfine. Ach, guck mal, das sind Delfine, die springen gar nicht. Und da haben sie eine Oma im Maul und tragen sie weg.
Naja, also. Gut, ja, das ist, also ich finde es jetzt nicht so gefährlich. Und was war dein gefährlichster Ort? Also jetzt bist du auf das mit der Bombe? Ja, das ist jetzt das Gefährlichste. Ja. Ne? Von allen Sachen ist das, ich meine, ich war kurz vor... Und da, davor? Davor war es doch tatsächlich diese Geschichte im Wald, muss ich sagen. Mit den Ameisen. Mit den Ameisen. Das ist dein Gefährlichstes. Ich rede von Haifischen, die mich auffressen und du sagst, oh, naja, so schlimm ist es nicht. Das Gefährlichste, was ich mal erlebt habe, waren Ameisen. Ja, ein Ameisenhaufen, das ist ja wohl schlimm. Ja, es ist nicht gefährlich, es ist nur schmerzhaft. Ja, sehr schmerzhaft und damit gefährlich, wenn sie überall hinpinkeln und alles anschwillt bis zum geht nicht mehr. Das ist schlimm, wirklich schlimm. Das ist dämlich, aber nicht gefährlich. Das ist sehr gefährlich, sehr, sehr gefährlich. Wenn man so lüstern ist, dass man sich von einem Hai fressen lässt, das ist Gefahr. Verstehst du? Es ist nicht möglich gewesen, dass du, er hätte... Du. Ja. Wirklich? Die kommen ganz nah und schwimmen so um dich rum. Wahrscheinlich hatten sie uns schon geortet und gedacht, ja, wir warten noch, bis der Typ fertig ist und dann geht's rund. Ah, ja, natürlich. Oh, die doppelte Portion. Und dann auch noch mit Mayo. Ladylike, die Podcast-Show. Jede Woche neu auf Audio Now.